Wir haben Samstag, den 10.09.2016. Es ist 4:52 Uhr in der Nacht. Und mein YouTube-Kanal BernhardTV hat 69 Abonnenten und 5.100 noch was Klicks, ja? Falls ihr euch wundert, warum ich heute die Shisha mit dem Mundstück rauche, ich bin ein bisschen erkältet und ich will mich nicht anstecken, ja? Deswegen habe ich das Mundstück drauf gemacht, ja? Aber darum soll es heute nicht gehen, ja? Es geht heute um ein Tutorial, ja? Ein Tutorial, es ist ein Video, ja? Wenn ihr nicht wisst, was es genau heißt, googelt es, ja? Ein Video, wo ich euch zeige, wo ich euch helfe, wo ich euch erkläre eine Sache, ja? Die ganz wichtig für alles und ganz besonders für mich, ja? Weil, in dem Tutorial soll es darum gehen, wie ihr da draußen meinen Kanal richtig abonniert, ja? Warum mache ich das? Es ist anscheinend irgendwie nicht so ganz verständlich, ja, wie man meinen Kanal abonniert, ja? Weil ich habe alleine in den letzten 48 Stunden über 1000 Klicks erhalten, ja, und nur einen Abonnenten. Da stimmt auch was nicht, ja. Und anscheinend, ich habe überlegt und überlegt, woran kann das liegen? Und ich war auch schon sauer auf euch, ja. Ich dachte, was ist los mit euch und so. Aber da habe ich auch überlegt, ja. Ihr seid vielleicht gar nicht schuld, ja. Weil ich habe überlegt, wer guckt denn überhaupt meine Sendung, ja. Und es liegt ja wohl auf der Hand, ja. Es sind kleine Kinder, ja. Die können vielleicht noch nicht lesen, ja. Oder Erwachsene, die können auch nicht lesen, ja. Das ist kein Witz. Ja, wenn man nicht lesen kann, das ist schlimm, ja. Und gar kein Vorwurf, liebe Menschen, ja. Ich habe gar keine Vorurteile gegen euch. Es ist schlimm, ja. Und wenn ich euch jemals helfen kann und Lesen beibringen kann, schreibt mir, wenn ihr wollt, ja. Ich helfe euch gerne. Ich bin ein guter König, ja. Und dann gibt es auch sehr viele neue Menschen hier im Land bei uns, ja. Die bei denen zu Hause Bürgerkrieg ist und die sind geflohen, ja. Und die können noch nicht so gut unsere Sprache, so aus Syrien, da in Afrika, in Offenbach, ja. Ich kann das verstehen, ja, wenn die noch nicht so weit sind, ja, dass sie sich so super ausdrücken können, ja, oder schon alles verstehen, was man hier redet und was da so geschrieben steht, ja. Es ist gar kein Problem, Leute, ja. Andere haben vielleicht Angst zu abonnieren, ja, weil die nicht wissen, was da passiert, ja, dass sie einen Vertrag eingehen, ja, und so Sachen, ja, und andere sind vielleicht Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Architekten, schlaue Leute, ja, und die denken, da steht abonnieren, es kann einfach nicht so einfach sein, da drauf zu drücken und dann abonniert man ihn, ja, das geht nicht, ja, die denken sich, was geht, das kann nicht sein, ja. Andere von euch, ja, denken wahrscheinlich so, ey, wenn ich ihn abonniere, kriege ich ja immer Videos von dem so angezeigt, ja, und ich mache jeden Tag ein Video und die denken, boah, das ist zu viel, geht nicht und so, ja. Also, liebe Leute, ich erkläre euch eine Sache, ja. Es ist ganz einfach, ja, es ist einfacher, als ihr denkt, mich zu abonnieren, ja. Und ihr könnt das auch ausschalten, wenn ihr nicht immer diese Videos angezeigt haben möchtet, ja. Ich kann das verstehen, ja. Ich erkläre euch jetzt, wie das geht, ja. Ihr geht ganz einfach auf meine YouTube-Seite, ja. Dort, wo ihr gerade dieses Video guckt, ja. Und da steht unten ein Knopf und da steht Abonnieren drauf, ja. Und da drückt ihr drauf und dann ist es fertig. Und ihr habt mich abonniert, ja. Und damit zählt ihr zu meinen Abonnenten, ja. Und versteht es nicht falsch, ja. Eigentlich kann es mir ja egal sein, aber ich biete euch hier, ja, die einmalige Chance, an etwas Großem beteiligt zu sein, ja. An etwas super Großem, ja. Ihr könnt live dabei sein, ja. Wie ich, ja. Der rechtmäßige König von YouTube, ja. Millionär werde mit YouTube, ja. Ihr könnt mich dazu machen, ja. Ihr müsst es nicht, aber ihr solltet, ja. Weil ich unterhalte euch, ja. Ich mache euch hier ein Programm, ja. Fernseher ist scheiße geworden, ja. Kinofilme auch, ja. Und irgendwann seid ihr fertig mit allen Serien. Und was macht ihr dann, ja? Dann guckt ihr mich, ja. Und ich weiß, dass ihr mich guckt, ja. Wie meine Freunde, ja. Wo ich denen sage, ey, abonnier doch endlich mal meinen Kanal, was ist los mit dir? Und dann sagen die, ja, ich guck doch schon, reicht doch. Ich sag, nein, abonnier. Dann sagt er, aber ich guck doch schon. Was ist los mit diesen Menschen? Ich verstehe das nicht, ja. Was du guckst, kannst du nicht einfach diesen Knopf drücken und abonnieren? Oh, muss es sein? Ey, wie geizig kann man sein, mit dieser Fingerbewegung so zu machen und nicht zu abonnieren? Ja, was ist denn los mit diesen Menschen, ja?
Ich dachte, wir sind Freunde, warum kann man... Was? Ich sag doch nicht, leih mir 20 Euro, ja? Ich sag, drück diesen Knopf und mehr will ich gar nicht von dir. Ja, aber ich guck doch, Mann. Ich verstehe euch nicht, wirklich nicht. Also ihr seid keine Freunde in meinen Augen, ja? Und scheiße, ich überlege euch zu entfernen von Facebook, ja? Oder im echten Leben auch zu entfernen, euch zu töten, ganz einfach. Weil das macht man nicht so. Ich sag, abonnieren, ja, ich guck doch, und das, warum muss das denn sein? Was ist das für eine Diskussion? Ich verstehe das nicht. Drück doch den scheiß Knopf und fertig, Mann. Es geht so nicht weiter, ja? Deswegen, für alle Menschen, die nicht wissen, ja, wie man abonniert, wie ein Abonnierknopf aussieht, ja? Oder für meine Freunde, die zu faul sind und auch nicht wissen, wo das ist, die dummen Idioten, ja? Ich werde euch jetzt aufschreiben, ja? Wie dieser Knopf aussieht und was da drauf steht. Und ich hoffe, ja, dass ihr da drauf drückt, ja? Menschen, die mich nicht gut verstehen, ich werde es nochmal langsam für euch sagen, ja? Abonnieren, drücken, super, wunderbar gemacht, ja? Weil bei mir, ja, ich habe 1000 Klicks in 48 Stunden gehabt, ja. Es geht so bei mir, so, ja. Seid nicht dumm und verpasst diese Gelegenheit, ja. Ich werde euch jetzt aufschreiben, wie der Abonnierknopf aussieht, wie und was da drauf steht, ja. Eine Sekunde. So. Ich schreibe. Nicht wegschalten. Moment. So. So. Ich habe es jetzt aufgeschrieben für euch. Und ich hoffe, danach abonniert ihr meinen Kanal. Das kann nicht sein. 69 Abonnenten nach einem Monat. Das ist ein Witz, ja? So. So sieht der Abonnier... Hört auf zu lachen, ihr Bastarde. Hört auf zu lachen, ja? Ich meine es total ernst hier, ja? Also, so sieht der Abonnierknopf aus, ja? Da drückt ihr drauf und abonniert mich, ja? Hört auf zu lachen, verdammte Scheiße. Das ist absolut nicht lustig, ich meine es ernst, ja? 69 Abonnenten ist ein Witz, ja? Nach einem Monat, ja? Gefälligst, ich will mehr haben, ja? Weil sonst bin ich nicht mal so nett zu euch, ja? Ich habe euch lieb, ja? Ich bin ein guter König. Hart, aber unfair. Aber ich bin gütig. Gütig, ich kann vergeben. Also abonniert, so sieht der Knopf aus. Drückt da drauf, ja? Und gebt mir dann euer Abo, ja? Schwört mir eure ewige Treue und ich werde gut zu euch sein. In diesem Sinne. Wir haben den 10.09.2016, es ist 5 Uhr morgens mittlerweile. Mein YouTube-Kanal hat 69 Abonnenten. Ich habe euch jetzt erklärt, wie ihr abonnieren könnt, ja. Wie ihr Teil von etwas Großem werden könnt, wie ihr diese Chance nutzen könnt, ja. Ich habe 5.100 noch was Klicks, ja. Und ich hoffe, nach diesem Video werden es mehr Klicks und Abonnenten, ja. Es ist nur zu eurem Guten, nicht zu meinem, ja. Versteht das endlich. Seid nicht so blöd, ja. Bei mir läuft so und ihr könnt Teil davon sein. Macht es endlich, ja? Gute Nacht.